Ich bin sehr gerne der Einladung gefolgt, hier auch an der zweiten Tagung teilzunehmen, weil ich erstens mal hier geboren bin. Ungefähr 30 Minuten von hier in Solingen. Das ist sicherlich ein guter Grund. Dann der zweite Grund, ich kann eine ganze Menge Freunde, Kollegen und Kooperationspartner auf einmal treffen. Und der dritte, ich habe einen Lehrstuhl, der von der kürzlich verstorbenen Hildegard Dörnkamp als Stiftungslehrstuhl eingerichtet wurde. Und sie stammt aus Köln, aus der Hause Klosterberg, stammen letztlich diese Gelder. Und sie hat insgesamt rund 40 Millionen Euro in den Ersatz von Tierversuchen gesteckt. Also es gibt eine ganze Menge Lokalkolorit. Ich bin aber auch hier beim zweiten Mal mit dabei, weil ich beim ersten Mal nicht richtig dabei sein konnte. Ich musste nachts um 3 mit einer großen Tasse Tee in einen Computer hineinreden, konnte niemanden sehen, konnte nicht sehen, ob meine humorvollen Bemerkungen ankamen oder ob alle aus dem Raum rausgegangen sind. Ich habe also damals dieses Slide gezeigt und erklärt, dass es mein wichtigstes Projekt um die Zeit war, nämlich die Schwangerschaft meiner Frau, die ein paar Komplikationen hatte. Und ich wollte zumindest den Wiederholungstäter neben mir zeigen, dass es sich gelohnt hat. Das ist also unsere Tochter. So. Ich habe grob überschlagen, ich habe 500 Vorträge gehalten, seit ich vor 10 Jahren in die USA gegangen bin. Das ist, glaube ich, der dritte in Deutsch. Und da das so eine seltene Gelegenheit war, habe ich auch meine Mama mitgebracht, damit sie endlich mal hört, was ich denn so eigentlich tue. Okay, lasst uns einsteigen. Ich bin jetzt zwar schon 30 Jahre im Geschäft von Ersatzmethoden zu Tierversuchen, aber Kat ist älter. Vor 37 Jahren hat die kosmetische Industrie das an der Johns Hopkins Universität gestartet. Es ist eine der weltweit führenden Organisationen im Tierschutz, von Alan Goldberg geleitet. Und dieser Anhänger, darauf steht, diese T-Shirts wurden mit Tieren getestet. Sie haben nicht gepasst. Und das ist genau das, wo unsere Arbeit startet. Wenn immer ein Tierversuch nicht passt, versuchen wir, darüber was zu machen. Und dazu habe ich ein großes Team. Was ich also vorstelle, ist nicht nur meine Sachen und ich werde nur aus einem ganz kleinen Teil unserer Arbeiten etwas darstellen, weil das geht wirklich über alle möglichen Arten des Ersatzes von Tierversuchen, von dem Research, über viele Meetings, die wir organisieren, in denen wir alle zusammenbringen, die was zu sagen haben, bis hin zu Politikprogrammen. Wir haben jemand in Brüssel im Europäischen Parlament und 2 Leute in Washington, die also vertreten, was man in der Politik anders machen kann. Ich bin übrigens gerne bereit, meine Slides hier zur Verfügung zu stellen. Wenn jemand interessiert ist, bitte mir schreiben, weil da sicherlich eine ganze Menge Sachen sind, die ich nicht im Detail diskutieren kann. Okay, das alles ist möglich, weil wir eine Menge Menschen hinter uns haben. Das ist die Industrie, hier sind einige zu sehen. Viel, viel mehr Geld aber bekommen wir von philanthropischen Spendern. Und wir kriegen auch Geld vom NIH, von der FDA, von der Europäischen Kommission, weil unsere Forschung nicht aus diesen ersten Quellen bezahlt wird, sondern weil wir kompetitiven Anträge zur Forschungsförderung stellen. Und wenn jemand seine Firma hier vermisst, da ist immer Platz auf diesem Dia, oder wenn jemand einen reichen Onkel hat, wir sind gerne bereit, dieses Dia permanent zu modifizieren. Das ist ein Artikel, der gerade im Juli erst rausgekommen ist. Und dieser Artikel fasst zusammen eigentlich die ökonomische Seite des Ersatzes von Tierversuchen. Wir versuchen hier ein bisschen zu charakterisieren, warum brauchen wir denn eigentlich Ersatz von Tierversuchen? Nicht nur eben aus ethischen Gründen, sondern weil die Industrie aus vielen, vielen Gründen sich verändert und Methoden braucht, die schneller sind und die bessere Daten geben als der Tierversuch. Und eine der für mich wirklich faszinierenden Zahlen, die in diesem Artikel zusammengetragen wurden, war, dass die Toxikologie, und ich werde gleich noch darauf kommen, warum wir uns mit Toxikologie beschäftigen, also die Sicherheitsprüfung, im Augenblick fast 19 Milliarden Dollar pro Jahr verbraucht. Aber der große Erfolg ist wirklich, dass eine Marktforschungseinrichtung es so sieht, dass nur noch 4,2 Milliarden für Tierversuche ausgegeben werden, aber 14,4 für Zellkulturen. Das spricht dafür, dass diese Methoden, das erlebe ich auch in meiner täglichen Praxis, langsam aber sicher dazukommen. Nicht unbedingt ersetzen können, aber dazukommen und dazu beitragen, dass die pharmazeutische Industrie und andere eigentlich pro Produkt immer weniger Tierversuche einsetzen.
Und das hat ökonomische Gründe. Wenn man sich hier so mal seine Shoppingliste anschaut, mit den Kosten von Tierversuchen, dann kann das wirklich recht erschreckend sein. Da sind eine Karzinogenitätsstudie mit $700,000 für eine Chemikalie in einer Tierart oder andere Tests auf Schädigung des Embryos, die mit mehreren $100,000 dort anschlagen. Das heißt, eine ganze Menge Geld wird ausgegeben. Der erste Teil dieser Konferenz hat eigentlich sehr schön gezeigt, dass es immer mehr Zweifel an dem Goldstandard Tierversuch gibt. Und da ist es, wo eben wirklich eine wissenschaftliche Revolution irgendwann startet. Wenn immer mehr Zweifel zusammenkommen, dass das, was wir tun, nicht genau das Richtige ist. Und um ein paar Fakten da zusammenzutragen, ich dachte, wo ich hier schon in die Gegend von Leverkusen-Wuppertal komme, ist es nicht schlecht, einmal klarzumachen, dass Aspirin das älteste chemische synthetisierte Medikament auf der Welt heute praktisch jeden Tierversuch nicht mehr passieren würde. Ja? Wir sortieren also mit unseren Tierversuchen Dinge wie Aspirin aus. Und wir haben vermutlich sehr, sehr viele Therapien deshalb nicht auf dem Markt, weil sie nie in den Menschen gekommen sind, weil die Tierversuche und andere vorher Nein gesagt haben dazu. Dass wir aber nicht einfach blind die Kontrollen abschaffen sollen, zeigt auch sehr schön diese Werbung von Bayer in Anfang des letzten Jahrhunderts, wo sie außer dem Aspirin, das man hier oben sieht, auch ein sehr interessantes zweites Produkt bewerben. Heroin als Hustensaft ist sehr erfolgreich geworden, aber nicht in den Apotheken. Also es ist schon gut, wenn man guckt, was machen denn die Chemiker dort alles. Derselbe Chemiker, Felix Hoffmann, hat das 2 Wochen nach Aspirin synthetisiert. Ja? Also es ist wirklich wichtig, dass wir hier gucken, was wir machen. Das ist ein Cartoon. Ich dachte, ich zeige Ihnen Reggie, die Ratte, mit der wir experimentiert haben, um die Therapie für sie zu finden. Das zeigt ein bisschen, dass wir ein Problem haben, dass unsere wunderbare klinische Forschung, die Milliarden kostet, die Produktion, die Entwicklung eines erfolgreichen Medikamentes ist jetzt mittlerweile bei ungefähr $2,4 Milliarden. Wir bauen das oft auf einem sehr, sehr schwachen Fundament. Einem Fundament, das eben auf Tierversuchen basiert, die nur bedingt einsatzfähig sind. Wir sehen immer mehr Zahlen, dass das, was in die klinische Prüfung kommt, gerade mal 3% tatsächlich dann am Ende erfolgreich sind. Und selbst das ist eigentlich aufgebläht. Denn unter den klinisch erfolgreichen Versuchen ist tatsächlich auch eine ganze Menge, dass es nur dieselbe Substanz von einem anderen Hersteller jetzt produziert. Und die zeigen die Äquivalenz oder Sachen, die eigentlich kein neues Prinzip darstellen, wo ein bisschen am Molekül oder der Formulierung gearbeitet wurde und dann natürlich ein Erfolg erzielt werden kann. Und wir sehen, dass selbst die Sachen, die auf den Markt gehen, zu 8% zurückgenommen werden müssen, trotz dieser enormen Entwicklungskosten, weil eben irgendwelche Nebenwirkungen auftreten. Und was heute Morgen eben auch in vielen Details gezeigt wurde, wir sind am Ende keine 70 Kilogramm Ratten. Und es gibt eine Menge Unterschiede zwischen uns. Wir haben jedes Alter, wir arbeiten andersrum, gerade hauptsächlich mit 3 Monate alten Ratten und Mäusen. Das sind Jugendliche, die allesamt genetisch einheitliche Zwillinge sind. Mit denen machen wir die meisten Ergebnisse. Das kann das nicht widerspiegeln, dass wir heute mit Patienten zu tun haben, die eben schon mal Krebs überlebt haben, übergewichtig sind und Diabetes haben. Das ist einfach nicht die reale Welt, die dort dargestellt wird. Ich beschäftige mich, obwohl ich auch Pharmakologe bin, in den letzten 17 Jahren, vor allem mit der Toxikologie. Und das ist ganz interessant, dass obwohl Toxikologie gerade mal 10% der Tiere in Europa und vermutlich auch in der Welt verbraucht, 90% des Ersatzes von Tiermethoden wird im Augenblick in diesem Bereich erzielt. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir so eine unglaublich rückständige Wissenschaft sind. Ich bin gerade 55 geworden und die meisten Tierversuche, die wir heute standardmäßig einsetzen, sind eingeführt worden, bevor ich geboren wurde, als ich noch im Kindergarten war. Und es gibt keinen anderen Bereich der Wissenschaft, wo wir uns so etwas leisten würden. Aber das heißt auch, dass wir hier ein statisches Ziel haben, dass man eben 10, 20 Jahre am Ersatz einer Methode arbeiten kann. In der Pharmakologie wäre das absolut irrsinnig, weil die Methoden lang schon nicht mehr angewendet werden, weil die Pharmafirmen eben einfach die nächste Methode einsetzen. Und wir geben eben Milliarden dafür aus. Die Registrierung eines einzigen Pestizids braucht toxikologische Daten für $20 Millionen. Das sind die richtig gut untersuchten Substanzen.
Rund 1 Million für die Cancer-Studien. Und wir kriegen die Resultate, um rauszubekommen, ob eine Substanz also Krebs erregt, nach 5 Jahren. Das ist einfach zu lang, um irgendetwas während seiner Produktentwicklung zu testen und wirklich diese Daten zur Hand zu haben, wenn das Ganze auf den Markt kommt. Insofern ist eben auch nur ein Bruchteil aller Chemikalien je getestet worden. Und was auch viele Leute übersehen, um so ein Sicherheitspaket zu machen, braucht man ungefähr 20 Kilogramm der Chemikalie, um Tiere eben über 2 Jahre damit füttern zu können. Und das bedeutet einfach, dass ein Chemiker sowas produzieren muss und die erklären mich für verrückt, wenn ich sage, mach mir mal eben 20 Kilogramm von einer Chemikalie. Wie ich sagte, es gibt immer mehr Gründe, dass wir am Tierversuch zweifeln. Wir haben kürzlich in einem Artikel, der in unserer Zeitschrift Alltext auch erschienen ist, die übrigens alle Artikel kostenlos und offen zur Verfügung stellt, haben wir mal zusammengefasst, dass Mäuse und Ratten einander ungefähr nur 60% Vorhersagen widerspiegeln. Und es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass eine von den beiden besser Menschen vorhersagen würde, als sie einander vorhersagen. Aber wir wollten es ein bisschen genauer wissen und wir sind einmal eingestiegen in die Tierversuche, die nach OECD-Test-Guidelines durchgeführt werden. Das sind also die international harmonisierten Methoden, nach denen weltweit gearbeitet wird. Und damit man die vernünftig einsetzen kann und damit die gegenseitig akzeptiert werden, werden die nach ganz strengen Qualitätskontrollen gemacht. Das nennt sich Good Laboratory Practice, also gute Laborpraxis. Und die schreiben zum Beispiel vor, dass nur Leute, die erfahren sind und entsprechend trainiert worden sind, diese Tests durchführen können. Die machen das also jeden Tag. Das ist nicht wie mein jüngster Doktorand, der dann irgendwo auf einen Versuch losgelassen wird, sondern das ist eine extrem hohe Qualitätskontrolle. Also haben wir eine Datenbank, die wir 2016 generiert haben, indem wir die öffentlich zugänglichen Daten der Chemikalienagentur in Helsinki heruntergeladen haben und dem Computer beigebracht haben, diese ganzen Dokumente zu lesen. Der Computer kann normalerweise nicht einen freien Text lesen. Man muss das dem also beibringen. Ich als Toxikologe weiß, dass eine schwere Augenirritation dasselbe heißt wie Augenirritation severe oder Augenirritation Kategorie 1. Die 1 könnte römisch oder arabisch sein. Das waren 500 Seiten von Programmiererarbeiten, die ein Doktorand von mir machen musste, um diese Daten dann zu extrahieren. Und damit hat er eine unglaublich große Datenbank generiert von 10.000 Chemikalien um die Zeit mit 800.000 toxikologischen Studien. Es ist eine der größten der Welt, die damit generiert wurde. Und das erlaubt uns zu schauen, weil in vielen Fällen Tests mehrfach gemacht wurden. Im Durchschnitt wurde jede Chemikalie 3-mal in demselben Tierversuch eingesetzt. Das ist natürlich nicht so gleichmäßig verteilt, sondern wir haben Extreme gefunden. Der Augentest ist einer der brutalsten Tierversuche, der immer noch im Gebrauch ist. Wir haben 2 Chemikalien gefunden, die mehr als 90 Mal im Augenreizversuch eingesetzt worden sind. Wir haben 69 Chemikalien gefunden, die mehr als 45 Mal eingesetzt wurden. Und diese ungeheure Verschwendung, für die es viele Gründe gibt, erzwungen sehr oft von Gesetzgebung, aber auch erzwungen von der Tatsache, dass wir eben nicht wissen, welche Firma schon was irgendwo angemeldet hat, hat uns jetzt erlaubt, dass wir einmal das Ganze systematisch angeguckt haben. Wir haben uns die 6 wichtigsten Tierversuche geschnappt, die in zusammen 57% der Tiere in der Sicherheitsprüfung ausmachen. Und wir haben 350 bis 750 Chemikalien für diese Tierversuche gefunden, die mehr als 2-mal getestet wurden. Und dann konnten wir das simulieren. Und da kommt raus, dass man im Durchschnitt nur 80% Reproduzierbarkeit hat. Aber diese schönen 80% kommen nur daher, dass es unglaublich viele Chemikalien gibt, die nicht toxisch sind und kein Effekt kann man wunderbar reproduzieren. Wenn man nach solchen guckt, die mal eine giftige Wirkung haben, dann ist die Wiederholbarkeit nur noch 70%. Das heißt, das nimmt alles dramatisch ab. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo eine Chemikalie normalerweise nur eben einmal getestet wird und die bösen Buben finden wir mit 70% Wahrscheinlichkeit. Es bleibt also eine enorme Sicherheitslücke. Das hat uns aber auch erlaubt, diese Datenbank jetzt einen Schritt weiter zu gehen. Das Stichwort kam von Anne schon gerade eben von Big Data. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Big Data und künstlicher Intelligenz und was damit möglich ist. Tom Lüchtefeld, der diese Arbeiten gemacht hatte, ist also einen Schritt weiter gegangen, hat
zusammen mit einer Firma, UL, das entspricht dem deutschen TÜV oder dem holländischen TNO, also eine Firma, die Sicherheitsstandards produziert und auch dagegen testet, eine noch größere Datenbank generiert, zusammen mit seiner Firma ToxTrack, die er parallel zu seiner Doktorarbeit aufgebaut hat. Die neue Datenbank hat 10 Millionen Chemikalien. 10 Millionen ist ein riesiger Ausschnitt vom chemischen Universum, obwohl Chemiker schon 140 Millionen Chemikalien synthetisiert haben. Ja, kaum vorstellbar, nicht? 300.000 von diesen Chemikalien haben chemisch-physikalische Messungen oder biologische Messungen. Und die Zahl hier stimmt leider nicht. Es stimmt nicht ganz. Wir sind über 50.000 mittlerweile mit Chemikalien, für die wir Tierversuchdaten zusammentragen konnten. Also eine enorm große Datenbank. Was haben wir mit dieser Datenbank gemacht? Wir haben uns damit beschäftigt, wie kann man mit Big Data, mit dieser Revolution umgehen. Und in verschiedenen Artikeln haben wir uns also dem genähert und haben gesagt, wir müssen ein Hilfsmittel entwickeln, wie wir aus einer solch enormen Datenbank Vorhersagen machen können. Und wir haben das in verschiedenen Artikeln beschrieben, weil das eben im Augenblick enorme Möglichkeiten gibt. Und ich überspringe das schnell. Im Endeffekt haben wir gesagt, wir müssen zwei Methoden kombinieren. Und diese zwei Methoden ist eine Methode, die als Read-Across bezeichnet wird. Read-Across ist etwas extrem Pragmatisches. Wenn ich mehrere Chemikalien habe, die sich strukturell sehr ähnlich sind und die verhalten sich alle gleich, dann kann ich sagen, dass auch eine weitere ähnliche Substanz so wahrscheinlich dieselbe Eigenschaft hat oder eben nicht hat, dass ich gar nicht testen muss. Das ist etwas, was sehr viel eingesetzt wird in der chemischen Industrie wegen der Kosten dieser entsprechenden Methoden. Und dann gibt es eben Computermethoden. Diese Computermethoden basieren darauf, dass man Chemikalien beschreibt und dann versucht, eine Weltformel zu finden. Wenn also diese chemische Gruppe hier vorhanden ist und diese, dann wird es mit einem Faktor mal genommen und multipliziert und was immer und am Ende komme ich zu einer Vorhersage. Das bezeichnet man als einen QSAR, eine quantitative Struktur-Aktivitätsbeziehung. Und wir haben das zusammengebracht und wir nennen das RASA, eine Read-Across-basierte Struktur-Aktivitätsbeziehung. Dies basiert nur auf der Tatsache, dass ich mir angucke, was sind denn die Chemikalien um mich rum, aber ich mache das in einem ganz großen Maßstab. Wir haben also diese Super-Datenbank, 10 Millionen Strukturen, und haben dann einen Amazon Cloud Server, einen der Supercomputer in der Welt, 2 Tage lang darauf rumrechnen lassen. Weil 10 Millionen Strukturen, das sind 50 Billionen Paare, die ich vergleichen musste. Und dann hat er eine Landschaft der Chemikalien entwickelt. Das ist ungefähr wie dieser Tisch hier. Und wenn Chemikalien sehr nah beieinander stehen, wie diese Wasserflaschen, dann sind die strukturell sehr ähnlich. Wenn die aber da hinten die Orangensaftflasche sieht anders aus und die ist weit weg, weil sie mit den Wasserflaschen nicht viel zu tun hat. Und diese Bank zeigt also Ähnlichkeiten von Chemikalien durch Nähe an und wir sehen sehr, sehr oft dann Cluster, dass giftige Eigenschaften zusammenhängen, weil eben Struktur und Giftigkeit zusammenkommen. Ich zeige Ihnen die richtige Datenbank. Das sind 10 Millionen Punkte, die kann man natürlich nicht angucken, aber wenn ich ein bisschen reinzoome, fängt das irgendwann an, dass ich hier individuelle Chemikalien sehen kann. Und man sieht, die Abstände durch diese Linien angedeutet beschreiben, wie verwandt diese Strukturen sind. Und dann kann man in unserer Mappe eintragen, was sind die giftigen Substanzen, was sind die ungiftigen Substanzen. Und ich kann mit ungefähr 500 Milliarden Kalkulationen jede Substanz in diese Landkarte einsetzen. Ich kann sagen, was ist denn deine Umgebung? Ob sie schon unter den 10 Millionen ist oder nicht? Ich kann einfach sagen, das ist die entsprechende Umgebung. Und wir sind dann noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, wir müssen nicht nur gucken, wenn ich wissen möchte, ob Augenirritation ein Problem ist für meine Substanz, muss ich nicht nur gucken, ob die Nachbarn Informationen über Augenirritationen haben. Wenn das eine starke Säure ist, sagt mir das was. Wenn das eine hautirritierende Substanz ist, dann wird es auch die Augen irritieren. Und so haben wir 74 Eigenschaften gewählt. Es gab einen 220-dimensionalen Vektorraum, in dem wir also 10 Millionen Strukturen vergleichen können. Das ist nicht mehr vorstellbar, wie viel Informationen dort verarbeitet werden muss. Und dann haben wir insgesamt 9, also nicht nur die 6, sondern 9 der wichtigsten Tierversuche untersucht. Und ich will Ihnen die Daten hier ersparen.
Wir haben insgesamt 190.000 Beispiele gehabt, wo wir ein Tierversuchsergebnis haben, das wir dann vorhergesagt haben. Indem wir einfach gesagt haben, lassen wir uns für einen Augenblick vergessen, dass wir diesen Datenpunkt haben, wir sagen ihn voraus und dann vergleichen wir mit dem Ergebnis, das wir haben. Und wir waren 87% der Fälle korrekt. Und das ist jetzt publiziert worden im Juli dieses Jahres als Methode. Am selben Tag wurde es von Nature und von Science, den beiden wichtigsten Wissenschaftszeitschriften, darüber berichtet. In Folge die Financial Times, der Economist und 110 andere haben darüber berichtet. Das ist also ganz frische Daten. Und das wichtige Ergebnis war eben wirklich, dass für einige der wirklich wichtigen Tierversuche der Tierversuch gerade mal 81% Reproduzierbarkeit zeigt. Mit unserer Vorhersage, wir aber 87% der Fälle richtig liegen. Wir haben bis zu 48.000 Chemikalien gehabt mit Daten für einen Tierversuch-Endpunkt. Das ist also ein wichtiger Schritt gewesen, der hier gemacht wurde. Man muss sich aber auch im Klaren sein, das ist eine Methode, die nur von uns in unserem Labor validiert worden ist. Und es ist jetzt extrem wichtig, dass wir weitergehen und dass diese neue Methode so schnell wie möglich von anderen erprobt wird und hoffentlich einen Stempel bekommt, dass man das verwenden kann. Dann muss sich klar sein, das sind 600.000 Tiere in Europa jedes Jahr und vermutlich ungefähr viermal so viel weltweit. Wir reden also über 2,4 Millionen Tiere. Während meines Vortrages hier sind 200 Tiere verbraucht worden für diese Methoden. Im Laufe dieses Tages werden das 7.000 Tiere sein. Und das heißt, wir müssen wirklich voranmachen, dass das eingesetzt wird. Aber das ist natürlich nicht das Ende aller Tage. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, die Tierversuche sind nicht gut, und dann sage ich die Tierversuche voraus. Trash in, Trash out, also Müll rein, Müll raus, ist eine berühmte Formel für die computerbasierten Methoden. Und für viele Bereiche haben wir einfach nicht genug Tierdaten, um eine solche Vorhersage zu machen. Und für die komplizierten Sachen wie chronische Effekte, Krebs, Reproduktionstoxikologie, Schädigung von Embryonen und anderes, werden so einfache Methoden nicht funktionieren. Also müssen wir weiter testen. Und man muss einfach sagen, wir sind nicht nur nicht 70 Kilogramm Ratten, wir sind auch nicht 70 Kilogramm Zellkulturen. Zumindest nicht solche Zellkulturen. Und hier gibt es eben den faszinierenden neuen Ansatz mit Organkulturen und Organs on Chip, die auf solchen Devices zum Testen zu bringen. Und ich will jetzt über unsere Arbeiten reden mit Minigehirnen, wie angekündigt. Ich habe mir also recht frech erlaubt, diese Computational Toxicology mit in den Vortrag einzubauen, weil ich einfach so begeistert bin, dass das gerade im Augenblick passiert. Okay, warum? Warum kümmern wir uns um Minigehirne? Was war unsere Motivation? Sie sehen hier den enormen Anstieg von Autismus in Kindern in den USA. Das ist 1970, das ist 2013 und wir haben gerade die Zahlen für 2014 gekriegt. Von 1 in 68 Kindern ist es jetzt auf 1 in 59 Kindern runtergegangen. Es ist also eine echte Epidemie. Und das ist also das, aus meiner Sicht eines der wichtigsten Programme, die wir auflegen müssen. Wir müssen rausbekommen, was führt dazu, weil ich annehme, dass Chemikalien einen Anteil dabei haben. Es kann nicht durch Genetik erklärt werden. Es gibt viele Umstände, die dazu beitragen. Deshalb beschäftigen wir uns seit 2005 bereits mit diesem Thema. Wir werden im 2020 auch die fünfte internationale Konferenz hier nach Deutschland bringen über diesen Bereich der Developmental Neurotoxicity. Hier ein Artikel, wer sich für diesen Bereich interessiert. Und auch wieder ein Bereich, in dem der Tierversuch sich als komplett nutzlos erwiesen hat. Das ist einer der teuersten Tiertests. Eine Chemikalie kostet 1,4 Millionen Dollar und man verbraucht 1.400 Tiere. 200 Chemikalien sind getestet worden und hatte keine Konsequenzen. Man hat überhaupt nichts Neues gefunden. Nicht eine Substanz ist deswegen nicht auf den Markt gekommen. Sodass also wir wirklich keinen wirklichen Ansatz hier zur Verfügung haben. Und deshalb haben wir angefangen, Mini-Gehirne zu entwickeln. Und diese Mini-Gehirne stammen aus den Induced Pluripotent Stem Cells, die Anne sehr schön eingeführt hat, die gibt es erst seit 2006. Und 2012 haben die schon einen Nobelpreis dafür vergeben. Really, das war einer der schnellsten Nobelpreise in der Geschichte des Nobelpreises, weil es einfach so eine solche durchbrechende Technologie ist. Und wir nehmen in der Regel Haut von einem Spender, von Operationen und eine winzige kleine Hautstanze und können daraus
diese Stammzellen generieren und dann in rund 3 Monaten aus den eingefrorenen Stammzellen produzieren wir solche Zellbälle, die wirklich wunderschön aussehen und in denen Neuronen miteinander kommunizieren. Das sieht man hier. Das sind also Neuronen, diese grünen Punkte. Und immer wenn die erregt werden und Calcium einfließt, dann gibt es hier ein grünes Signal. Also es ist hier, wir beobachten unsere Mini-Gehirne beim Denken, ja, um das ganz vereinfacht darzustellen. Und die haben tolle neue Eigenschaften. Was hier zu sehen ist, ist Myelinisierung. Ich mache das mal ein bisschen größer. Das ist eine Hilfszelle, die auch in diesen Zellen mit drin ist. Wir haben nicht nur Neuronen, die wickeln sich um die Ableitungen, die Axone der Neurone. Ganz wichtig für Multiple Sklerose. Und sowas hat es noch nicht gegeben in Zellkultur von menschlichen Zellen, derartig gute Myelinisierung. Und das ist jetzt im Augenblick etwas, was von der Pharmaindustrie in Angriff genommen wird, weil das oft auch eben ein Schädigungsmechanismus ist. Wir interessieren uns, wie gesagt, für die Frage Genetik versus Chemikalien im Bereich von Autismus. Also die Frage, wie kommen die beiden zusammen? Und unsere Hypothese ist, dass Kinder mit bestimmten genetischen Schwachstellen mehr empfindlich sind gegenüber den Chemikalien. Deshalb haben wir solche Schwierigkeiten herauszufinden, welche Chemikalien das sind und welche Kinder das sind. Und wir haben jetzt Mini-Gehirne gemacht, in die wir einzelne Risikogene für Autismus eingebracht haben. Und wir sehen tatsächlich, dass dann die Mini-Gehirne empfindlicher sind für einige Pestizide, die im Zusammenhang mit Autismus gesehen werden. Also, als wir das vor 2,5 Jahren zum ersten Mal berichtet haben, waren wir nicht die erste Gruppe, die Mini-Gehirne gemacht hat, ungefähr die dritte. Aber wir waren die ersten, die es geschafft haben, Tausende von gleichartigen, massenproduzierten Mini-Gehirnen zu machen. Das ist ein Artikel, auf den ich besonders stolz bin, weil das ist die Financial Times weltweit, die in ihrer Samstagsaufgabe uns auf der Titelseite hatte. Das ist eine so seltene Geschichte, dass ich den Artikel mir sogar gerahmt ins Office gehängt habe. Dass jemand, das also in dem Maßstab wahrgenommen wird, dass hier eine Revolution ausbricht. Wir haben in der Zwischenzeit Projekte, in denen wir Schlaganfall, Gehirnverletzungen, toxische Wirkungen von Chemikalien untersuchen mit unserem Modell. Wir haben das Modell infiziert mit Viren, mit Zika-Virus und Dengue-Virus, ganz eng verwandt, der aber nicht Gehirneffekte macht, mit HIV, also AIDS-Viren. Wir waren zum ersten Mal in der Lage, einen AIDS-assoziierten Virus, den JC-Virus, in Kultur zu nehmen, weil er eben hier in dieser dicht gepackten Kultur von Mini-Brains von einer Zelle zur anderen weitergehen konnte. Wir haben angefangen, Projekte für Parkinson, für Alzheimer, für amyotrophe Lateralsklerose, meistens indem wir Patientenproben genommen haben, um dann Mini-Brains zu produzieren, um zu sehen, wie sind die anders, wie verhalten die sich anders. In anderen Fällen haben wir die Tierversuche, die man nimmt, um Parkinson zu modellieren, auf unser Modell übertragen, zum Beispiel um gezielt die dopaminergen Neuronen zu vernichten. Hier können Sie vielleicht sehen, diese kleinen Flocken, das sind die Mini-Brains. Man kann sie gerade sehen, dadurch kann man sie auch umpipettieren. Die sind einfach runde Bällchen. Und wir kommen jetzt in immer neue Krankheitsgebiete herein. Das Glioblastom hat mich besonders interessiert, weil die Patentochter meiner Schwester an einem Glioblastom verstorben ist vor ein wenigen Jahren. Und ich habe die Kontakte, die ich damals entwickelt habe, zu einigen Forschern über Glioblastome, eigentlich ein Kindheitstumor, aber John McCain ist einer der berühmten älteren Patienten, der erst kürzlich daran verstorben ist. Indem wir diese Zellen von Patienten in unsere Mini-Hirne bringen, sehen Sie hier 2 Glioblastome in gesundem Gewebe. Und das können wir im Augenblick dazu verwenden, um eben entweder neue Medikamente zu entwickeln oder für einen Patienten auszuprobieren, welche aus den 200 möglichen Chemotherapien möglicherweise die beste ist. Und damit kommen wir in die, was man heute als personalisierte Medizin bezeichnet. So, von meinem Gesichtspunkt stehen wir wirklich am Anfang einer völlig neuen Kultur, dem Zeitalter der Organkulturen, weil wir die Relevanz der Biologie in die Zellkultur bringen. Das sind nicht länger Spiegeleier in der Pfanne, die kaum Zellkontakte haben, sondern es sind Organstrukturen und es sind Organfunktionen, die wir mit den Bioingenieuren immer mehr realisieren. Und es ist notwendig, dass wir das jetzt einsetzen, um strategisch eine neue Toxikologie zu entwickeln. Das ist nicht mehr eine Evolution und hier ein Patch und dort ein Patch, wie Toxikologie sich bisher entwickelt hat. Und das ist ein Bild, das ich meiner Mom verdanke. Ich habe sie nämlich gebeten, mir ein Patchwork für Toxikologie zu produzieren, das wir auch in dem Artikel hier publiziert haben. Denn das ist so, wie wir bisher gearbeitet haben. Ja?
Wenn immer was nicht funktioniert, noch ein Flecken drauf. Was wir machen müssen mit den neuen Methoden, ist wirklich ein ganz anderes Randenken. Wir müssen überlegen, was ist der menschliche Mechanismus, auf dem wir sowas basieren können. Und wir bringen das auch in die Ausbildung. Dies sind Kurse, die wir in Hopkins machen, die ich aber nur deswegen darstelle, weil wir diese Kurse auch über Coursera kostenlos weltweit zur Verfügung stellen. Wir haben im März einen Kursus mit 13 Lektionen von 90 Minuten zur Verfügung gestellt und haben in dieser Zeit schon über 1000 aktiv Lernende erzielt. Kostenlos für jeden über die Coursera-Plattform. Und diese Woche sind wir mit einem Kurs über evidenzbasierte Toxikologie live gegangen, der genauso groß ist, wieder 13 Lektionen von 90 Minuten. Wer ein Zertifikat möchte, zahlt $49 an Coursera. Also Hopkins State Ausbildung für umsonst. Weil wir der Meinung sind, dass wir das in die ganze Welt tragen müssen, diese neuen Methoden. Ich möchte schließen. Ich bin der Überzeugung, dass wir noch nicht alle Tierversuche ersetzen können. Aber wir können weniger und weniger benutzen. Und wir sehen, wie das sich dramatisch beschleunigt in den letzten Jahren. Und der wichtigste Hinderungsgrund oder der wichtigste Roadblock für uns ist, dass wir immer noch damit zu kämpfen haben, dass Leute nicht verstehen, wie viele Schwachstellen in der Vorhersage Tierversuche haben. Die werden eben immer noch als der Goldstart angesehen, den man braucht, um eine neue Zeile in einem Textbuch zu schreiben oder ein hochkarätiges Papier zu publizieren. Und lassen Sie mich schließen mit einem Ökonomen, John Maynard Keynes, der gesagt hat, die Schwierigkeit ist nicht, in den neuen Ideen, sondern die alten hinter uns zu lassen. Vielen Dank.